Hallo liebe Kinder, es ist wieder 18 Uhr. Ich bin's wieder, eure Michaela Wisch und ich lese euch heute eure 11. Gute-Nacht-Geschichte vor. Ich hoffe, ihr freut euch, ihr liegt schon eingemummelt im Bett, wartet gespannt und freut euch auf die Geschichte. Die Geschichte, wie die letzten 10 Geschichten aus dem Buch Die besten Pixie-Gute-Nacht-Geschichten. Und sie heißt heute Ich bin noch nicht müde. Eine Geschichte von Hanna Sörensen mit Bildern von Marie Ludin. Draußen ist es dunkel und das Licht des Fernsehers flackert gespenstisch im Zimmer. Lene kuschelt sich zufrieden in eine Ecke des Sofas und macht ihre Augen zu. Eigentlich müsste sie schon längst im Bett sein, aber Mama ist so in den Film vertieft, dass sie Lene ganz vergessen hat. Ab nach oben, Lene, es ist längst Bettzeit, sagt Mama in diesem Moment. Aber bei dir ist es viel gemütlicher, protestiert Lene. Darf ich nicht hier bleiben? Aber Mama bleibt unerbitterlich. Lene hopst langsam die Treppe hoch. Immer muss ich als Erste ins Bett und alle anderen dürfen noch aufbleiben, meckert sie. Das ist ungerecht. An Theos Zimmertür macht Lene Halt. Aus dem Bett ihres Bruders dringen merkwürdige Geräusche. Lene öffnet die Tür. Theo liegt auf dem Boden und hört Musik. Seine Hände fuchteln in der Luft herum, als würde er Gitarre spielen. Lene kichert und beschließt zu bleiben. Sie macht es sich auf Theos großem Sitzkissen bequem und schließt die Augen. Lene, was machst du denn hier? Sie reibt sich die Augen. Sie muss irgendwie eingeschlafen sein. Theo ist aufgestanden, um eine neue CD einzulegen. Ich will in Ruhe Musik hören, sagt er, und du musst bestimmt ins Bett. Dann scheuchte er Lene aus seinem Zimmer. Als Lene an Papas Arbeitszimmer vorbeikommt, hört sie das Klappern der Computertasten. Hallo Papa, hast du gerade einen guten Einfall? Fragt Lene und schlüpft ins Zimmer. Ja, ganz genau, Lene Schatz, sagt Papa, verstreut und hämmert in die Tasten. Er merkt gar nicht, dass Lene es sich in ihrer Höhle unter seinem Schreibtisch gemütlich gemacht hat. Geschafft, das wär's für heute. Zufrieden streckt Papa Arme und Beine aus. Dabei bemerkt er Lene. Du bist ja immer noch hier, Lene. Jetzt aber ab ins Bett, sagt Papa. Ich komme gleich und lese dir eine Geschichte vor. Aber Lene will keine Geschichte. Sie ist sauer. Sie hat gerade so schön in ihrer Höhle geträumt. Und ins Bett will sie auch noch nicht. Lene geht nach unten in die Küche. Dort liegt Benno in seinem Korb. Er knurrt ein bisschen, rückt aber zur Seite, um ihr Platz zu machen. Bennos Fell ist ganz weich und warm. Lene kuschelt sich ganz eng an ihn heran. Mama und Papa finden Lene schlafend in Bennos Korb. Papa trägt Lene die Treppe hinauf. Ich will noch nicht ins Bett, murmelt sie, als sie wieder wach wird. Mama lacht. Na gut, ich habe deine Idee. Zusammen legen sich alle in das große Bett von Mama und Papa. Theo und Benno kommen auch dazu. Und dann liest Papa allen eine tolle Gute-Nacht-Geschichte vor. Lene kuschelt sich ins Kissen. Heute bin ich nicht als Erste ins Bett gegangen, denkt sie zufrieden. Dann fallen ihr die Augen zu. Also, ihr seht sie hier alle, wie sie im Bett liegen, die Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen bekommen. Und hier, wie sie im Hundekörbchen mit eingeschlafen ist, mit Benno, dem Hund. Und ich hoffe, ihr träumt vielleicht auch schon. Ansonsten wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen, morgen 18 Uhr, dann bekommt ihr die nächste Geschichte. Also, gute Nacht, Kids. Tschüss.